Herzlich willkommen zum Mittwochabendspiel in der Champions League. Wobei ja eigentlich alle Spiele Mittwochabend sind. Zu einem erneuten Champions League Spiel. Heute aus Marseille. Die Fans haben sich schon mal ordentlich geklatscht in der Stadt vorher. Beide Teams sind in einer richtig guten Form. Marseille auch sehr, sehr gut drauf. Seit 11 Spielen nicht verloren. Wir ja auch jetzt mit 6 Siegen in Folge, glaube ich. Also da treffen zwei Top-Form-Teams aufeinander, wenn nicht sogar die zwei. Mit der besten Form, abgesehen jetzt von München, ne? Von so Dauerkandidaten in Europa und vielleicht auch in der Welt. Ich weiß nicht genau, wie es sonst so aussieht, aber das sind schon sehr, sehr gute Serien, die hier beide Teams auflegen. Wir haben zwar leider drei Jungs aus dem Leverkusen-Spiel, eben noch Fabian und Richards, auf die wir verzichten müssen. Und Matthäus Franz hat sich jetzt auch noch die Muskelfaser im Bauch gerissen. Das heißt, beziehungsweise Bauchmuskel. Das heißt, er fällt jetzt auch nochmal 2 Wochen aus. Ja, fehlt uns jetzt heute auch. Vielleicht ist er gegen München wieder dabei, gegen Bayern. Müssen wir mal schauen. Rooney und Bayer haben es nochmal als Team of the Week geschafft, letzte Woche, beziehungsweise vom Wochenende. Und den Schwung müssen sie jetzt mitnehmen, wobei wir gucken müssen, ob die überhaupt fit sind. Haben ja beide durchgespielt. Und ja, schauen wir jetzt mal. Gucken wir mal rein. Dann sehen wir die Aufstellung und dann holen wir die nächsten 3 Punkte. Beide Teams sind in guter Form. Wie bewerten sie ihre Chancen? Ich denke, es wird eine tolle Partie mit einem Sieg. Für uns, nach der beeindruckenden Leistung gegen Leverkusen, wollen wir das natürlich auch wiederholen, Herr Antoine Huard. Gute Form sorgt natürlich für Selbstvertrauen und Schwung. Und Franca ist bitter, ja. Aber wir haben, glaube ich, genug Möglichkeiten, genug andere Spieler, die ihn ersetzen können. Unter anderem Maxi Bayer und Rooney, die heute beginnen und das dann einfach für ihn übernehmen. Marseille auch mit einer sehr, sehr guten Elf hier. André, werden wir gucken, dass wir den so gut wie möglich aus dem Spiel nehmen. Der wurde ja sehr gehypt in den Medien davor. Defensiv Barco wieder drin statt Chindo. Chindo nicht bei 95% war er und ich möchte aber die 100% auf dem Feld haben. Dardai zusammen auf der Doppel-6 mit Mausehund. Dadurch, dass eben Fabian ausfällt und ja, auf der 10 beginnt Marco Rukljača, rechts Rooney, links Bayer und vorne drin Alejo Veres. Das ist die Aufstellung, die es heute hier in Frankreich reißen soll. Gehen wir rein gegen Marseille. So, erste Möglichkeit vielleicht für uns. Wir spielen uns hier wieder in den Rausch am May. Ja, bringt den. Für Bayer, der kriegt ihn auch Richtung Tor, aber nicht gut genug für André Lunin, der sich da endlich mal von Real befreit hat und wieder als Stammkeeper spielt. So, da erste Möglichkeit für Marseille, aber die wird locker abgefangen von Wisdom. Da wird er seinem Namen gerecht und antizipiert den Ball. Mause und Chipball kommen nicht so optimal, Casadei. Marseille kann ihn festmachen, Zagadou als Linksverteidiger. Mit Gomez, guter Spielzug jetzt hier. Despodov, hinten Casadei mit viel Platz. Aber da wird erstmal der Fan der Arm gebrochen auf der Tribüne. Weit vorbei der Schuss. So, jetzt wir. Valentin Barco mit Rukljača verliert den Ball hier. Ristante spielt das aber sehr riskant da hinten. Barco mit einem kleinen Hackentrick. Dardai, ui, und auch hier technischer Fehler und jetzt schlechtes Stellungsspiel von Gechter. Despodov auf die Latte. Ganz komischer Schuss. Da hat er sein Bein einmal kurz ausgerenkt, dann geschossen und dann wieder eingerenkt, glaube ich. Für den Abschluss. Naja, Zagadou, Delcroix, André. Dante, Harit. Ah, hätte einer bei uns sein können. Da müssen wir ein bisschen schneller sein. Kastanje auf Gomez und ne, das war das Falsche. Marseille macht hier ordentlich Druck. Ich fordere mal mehr von den Jungs. Da lassen wir uns gerade ein bisschen einlullen von dem Fußball des Gegners. Sind wir nicht ernst genug. So, Dardai hier gleich mit der Balleroberung. Ansprache vom Trainer. Hat schon gewirkt. Sehr schön. Mause und Bayer. Dem darf man keinen Platz geben. Mause und raus auf Barco, Bayer. Rückkommen, da ist aber Zagadou erstmal. Amei, Mausehund.
Dardai findet Amay, der eine Flanke für Willis. Das ist Kopfball, der kann er gewinnen, aber die Flanke leider nicht gut genug. Schade. Marco wieder kein gutes Spiel. Scheint wohl so zu sein, als müssen wir da Chindo bringen, dass die linke Seite stabil ist. Naja, Valentin hatte noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, es hat ihn ein bisschen auch aus der Bahn geworfen, dass er dann für Argentinien nicht mehr nominiert war. Der Coach ihn aus dem Team genommen, jetzt hier wirklich ganz schlechter Pass wieder. Der ist auch gerade ein kleines Loch. Aber gut, der Junge ist auch ja, 24, da sollte man eigentlich erfahren genug sein. Rooney kommt hier leider nicht dran. Despotov und viel Platz für Gomez und da ist eben Dennis Simon und deswegen ist so ein guter Keeper da hinten so wichtig. Amina Reed mit der Ecke. Können wir erstmal klären. Chokwuzi verliert den Ball. Und da gibt es aber noch nicht. Da ist dann natürlich die Frage, wäre vielleicht Curtis Jones auf der 10 besser gewesen statt Marco. Kann sein. Ja, viele gelbe Karten auch hier, fällt mir gerade auf. Ein hitziges Spiel. Was aber in beide Richtungen noch nicht so ganz läuft. Bayer, Barco machen es hier zusammen. Wie sie den Ball erobern, ist mir egal, Hauptsache der bleibt dann bei uns. Und wir können jetzt mal unser Spiel aufziehen, weil bisher, ja, sieht man ja, viel Marseille und wenig Berlin. Vielleicht jetzt mal Marco über auf Gechter. Könnten das Spiel breit machen, machen wir aber nicht, brauchen ein bisschen zu lang. Wir erkennen die Lücken auch nicht so ganz, wenn sie da sind. Doch, Mauser und erkennt die Lücke. Rooney probiert mit rechts, war aber auch abseits. Schade. Den hätte er eigentlich sich runternehmen müssen und dann mit links nur einschieben, war da ganz allein vom Keeper. Und da außen viel Platz für Castagne. Gute Ball aber auch von Gechter. Marco verliert den Ball zum Glück nicht ganz. Nur er als Person verliert ihn, aber wir verlieren den Ballbesitz nicht. Aber ja, also Marseille spielt das sehr, sehr gut. Auch defensiv, wir kriegen nicht viele Lücken. Auch wenn wir natürlich viel übersehen. Rooney, Marco, was ist das denn? Also Marco, ganz falsche Entscheidung tatsächlich und Valentin auch. Ich denke, da werden wir bei beiden reagieren zur Halbzeit. Da wird es die frühen Wechsel geben. So leid es mir tut. Aber wir müssen halt auch einfach auf das Spiel gucken. Ich meine, wir sind jetzt mehr in Ballbesitz, haben öfter den Ball, können uns auch von hinten raus kombinieren. Das ist das Gute. Aber insgesamt ist das noch zu wenig hier in Halbzeit 1. Maxi Bayer verliert ihn an Castagne. Da sind wir einfach immer einen Tick zu langsam. Jetzt vielleicht Marco, Valentin, Barco. Vielleicht jetzt mal eine gute Reingabe. Ne, Mauserhund, Dardai geblockt. Immerhin Eck. Ne. Rooney im Abseits? Der war doch gar nicht am Ball. Schiedsrichter. Was wird denn da gepfiffen, ne? Also nicht einfach irgendwie mal in die Pfeife trillern. Dagadu mit Despotov. Casadei. Können wir gut verteidigen. Langer Ball raus auf Bayer, der ist aber ganz alleine. Findet den Seitenwechsel auf Rooney, der geht vorbei, baue ihn aber halt wieder auf links. Ja! Perfekte Hereingabe eigentlich. Maxi muss nur reinrutschen. Er muss einfach nur zack in den Ball reinrutschen. Aber macht er nicht. Schade. Ah ja, Amina Reed, passt gut auf. Danke in den Rückraum. Casadei per Kopf ist aber einer. Für Dennis Simon gut. Es geht in die Pause. Gut für uns, weil dann können wir wechseln. Wir haben viele gelbe Karten. Marseille nur zwei. Na, müssen wir mal schauen. Bisher war es noch nicht genug. Wir sind zwar Favorit, aber stellt euch ein bisschen besser an. Komm, Mittelfeld auch. Und dann wird es. Wir werden trotzdem, wie angekündigt, wechseln. Einmal Barco raus und Steven Chindo rein. Dazu auch Marco raus und Curtis Jones rein auf die 10 vorne. Ist unsicher, aber er ist ein geiler Typ. Der kriegt das schon hin. So, Zweifachwechsel. Danach Rooney durchaus ein Kandidat, auch wegen der gelben Karte. Bayer halt auch ein Kandidat wegen Gelb und Erschöpfung. Auch wenn ich ihn ungern raushole. Auch Dardai wird wahrscheinlich bald wieder erschöpft sein. Und auch Gechter eigentlich. Ein Kandidat, also haben viele Kandidaten heute für die Auswechslung. Naja, Curtis Jones verliert den Ball an Delcroix. Konter über Chakuzi. Schön gespielt, kann da ganz frei in 60er durch. Chindo zu langsam und da müssen wir uns bei Dennis Simon bedanken, dass er den
noch neben das Tor lenkt. Eckball, Willis fährt den per Kopf. Und wir haben eine Verletzung bei Maxi Bayer. Unterschenkel. Bitte auch nichts Böses. Die Frage ist, wen bringen wir jetzt? Ich würde was sagen, Alexis Barrero. Ah, der hat Bock sogar über links. Dann lassen wir ihn da mal spielen. Kriegt die Chance. In der zweiten Mannschaft einen aufgelegt am Wochenende. Vielleicht heute auch. Wäre wichtig. Jetzt haben wir noch eine Wechselpause. Ich würde sagen, Rooney raus und Alejo Velis raus. Für noch mal ein bisschen Feuer. Ja. Iñaki Pascal kommt für Willis und für Rooney. Will ich sogar Thiago Moreno bringen. Moreno und Alexis Barrero. Zwei junge Spieler auf den Außen, die jetzt heute zeigen können: Ja, Coach, ich gehöre ins Team. Thiago Moreno hat sich schon öfter gezeigt. Bei Barrero fehlt mir das noch so ein bisschen. Wenn die Jungs noch mal anfordern, mehr fordern, werden auch ein bisschen offensiver gehen und gucken, ob sich da jetzt noch was entwickelt, wobei das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätschert und nicht viel passiert gerade. Beide Seiten scheinbar mit dem Unentschieden zufrieden. Ich weiß ja nicht, also der Coach ist es nicht. Feuer nochmal an. Geht nochmal sehr offensiv. Noch Curtis Jones holt sich jetzt die gelbe Karte ab, aber ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen. Vielleicht da jetzt noch. Le Normand. Ah, schade. Zu schwach der Kopfball. Lunin wird da ein bisschen geärgert von Iñaki. Harit, Chipball raus auf Smaila Sa. Ball geblockt von Jindo. Gibt doch mal einen Eckball für Marseille. Harit. Lässt sich Zeit. Marseille ist da scheinbar ganz gut bedient mit dem Unentschieden. Moreno, klasse Tackling. War ja noch angeschlagen, aber es reicht für den Einsatz, hat der Arzt gesagt. Und Frage ist: Geht jetzt nochmal was oder war es das? Moser und Curtis Jones, Dardai. Durchgesteckt. Auf Pascal. Und da wäre sogar fast die Möglichkeit gewesen, hätte Pascal den direkt weitergeleitet auf Jones, wäre noch was gegangen. Aber man muss auch sagen, hier der Coach offensiv die falschen Wechsel getätigt. Das ist leider nur noch schlechter geworden, seit wir da gewechselt haben. Defensiv war es wieder ein stabiles Spiel, wieder wenig passiert. Aber offensiv hat es heute nicht ganz gereicht. Klar, Maxi extrem erschöpft. Dann noch die Verletzung dazu. Rooney, leider nicht so funktioniert. Willis auch nicht. Marco, naja. 0-0. Damit tun wir uns weiter schwer in der Champions League. Das neue Modell scheint uns irgendwie nicht so ganz zu liegen. Wird es halt wahrscheinlich wieder die Zwischenrunde. Naja, wir haben nicht so gut gespielt, aber wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ja, ist okay, immerhin nicht verloren und zu 0 gespielt. Das ist der gute Part. Lieber ein 0-0 als ein 1-1, muss ich sagen. Ihre Mannschaft hat heute viele Karten gesammelt. Ja, die hängen sich nur rein, Alex. Keine Sorge. Und bei Bayern müssen wir mal schauen. Ich bin vorsichtig optimistisch. Ja. Und ja, vorsichtig optimistisch. Je nachdem, wie man es definiert. Der Junge hat Muskelfaserriss in der Wade, fällt 3 Wochen aus. Damit jetzt der 5. Spieler, der bei uns verletzt ist. Und das auch über längere Zeit. Das ist sehr ärgerlich. Also 4 auf jeden Fall, die jetzt die nächsten 2 Wochen ausfallen. Mit Francia, mit Bayer, mit Fabian und mit Richard. Das wird langsam ein bisschen viel, aber kann natürlich auch an der Belastung liegen. Ne? Naja, gucken wir mal, ob der Rest es ohne viel Verletzung überstanden hat. Es sieht so aus. Real gewinnt locker auswärts in Fiorentina. Chelsea genau das gleiche auch gegen Amsterdam. Feyenoord trotz roter Karte macht sogar noch das 2-0 gegen Monaco. Damit die erste Niederlage auch für den AS aus dem Fürstentum. Dortmund spielt 1-1 gegen Porto. Auch Dortmund läuft gar nicht in der Champions League, ne? United 5-2-Sieg gegen Celtic Glasgow. Tottenham mit einem 3-1-Sieg gegen Atletico. Barca gewinnt 2-0 gegen Milan. Midtjylland gewinnt gegen PAOK. Wichtige Punkte für die, um vielleicht nochmal in die Zwischenrunde einzuziehen.
PSV gewinnt gegen Salzburg. City kommt nicht über ein 1-1 gegen Galatasaray raus. Das ist auch bemerkenswert, ja, was die Türken da geleistet haben. Dann Paris Saint-Germain 6-1 gegen Zagreb. Alles ganz normal. Fünferpack von Paul Wanner. Ja, ganz normal. Leeds macht eigentlich wieder ein gutes Spiel, verliert dann durch einen Elfmeter gegen Turin. Schade. Liverpool 2-0 Sieg gegen Lyon. Wir mit dem 0-0. München 4-0 Sieg ohne Probleme. Leipzig 3-0 Sieg ohne Probleme. Anderlecht gewinnt 2-1 gegen Villarreal. Da war es jetzt kein siebenstelliger Sieg. Und Trabzon wird aber wieder abgeschossen. 4-0 Niederlage gegen Inter Mailand. Damit, die haben sogar ein Spiel gewonnen, Trabzon. 4-0 gewonnen, dann 7-0 verloren und dann 4-0 verloren. Auch nicht schlecht. So, wir bleiben damit erstmal auf Platz 20. Das ist nicht optimal, aber man kann sich ändern. Müssen wir durch, sind aber auch nur 2 Punkte hier von den Top 8 entfernt. Ja, Spiele sind eigentlich eh alle auf einem Niveau, also könnten wir theoretisch alle gewinnen, von daher. Das passt schon. Ich würde sagen, Wochenende, Eintracht Frankfurt. Langsam gehen uns die Spiele aus, aber wir kriegen es irgendwie noch hin. Wir werden es irgendwie noch hinbekommen, dass wir da ein paar gute Jungs auf dem Feld stehen haben. Und wenn nicht, müssen halt die Jungen ran und überzeugen. Ne? Gibt es halt keine Wahl. Freunde, haut rein. Wir sehen uns mit der Eintracht.